Ja, moin und willkommen zu einem weiteren Part von Xenoblade Chronicles 2. Wir haben im letzten Part Bana und Muimu geklatscht, aber jetzt wird das Ganze ja natürlich wieder untermauert von einem Kampf gegen Mikael und dem anderen Spasti. Keine Ahnung, wie der heißt. Quasi, ja. Okay. Kurz wieder die falsche Person angegriffen. Nice HD, würde ich sagen. Die beiden Torno. Ja, die beiden Mitglieder der Torno. Mikael und Patroka. Dankeschön. Die werden wir heute klatschen. Und wir könnten sogar, weil wir hier unter freiem Himmel sind, die vollste Effizienzstufe von Mythra in Erwägung ziehen. Und zwar die wunderschöne Technik, die sich da heißt und die sich da nennt, der Donner von oben. Ach du Scheiße, was für ein Schaden, der gerade eben gekommen ist. Ach du Kacke. Heilung. Boah, Alter. Mikael haut voll auf die Kacke. Der Typ ist auf jeden Fall ein harter Bursche. Und vor allem ein paar Drucker, die im Hintergrund angreift. Was ist da los? Hallo? Hallo? こいつは強い。あの数の武器と鉄壁防御だからね。何人も同時に相手してるようなモンスター。レックス、撃てる？本当？でもここ屋内だぜ。構造計算してみたけど、一撃だけなら耐えられそう。ただし、あのクレーンの下限定ね。他は無理だと思う。オッケー。ならそこに追い込むか。みんな！いいよ。 やったろうじゃない。わかったもん。もらったから。青い炎。ネレフ。やれ。 無茶はしないんじゃなかったか。成り行き上ね。助かったよ。炎の飛行士。こりゃまた厄介なのが出てきた。ネレフ、あいつらをクレーンの下まで追い込めないか。奴らの連携を崩せる策があるのか。うん、飛びっきりのね。了解。やってみよう。 Ich finde es richtig cool, dass jetzt auch noch Morax zu Hilfe kommt. Nice. Wird auch als Charakter angezeigt. Ja, nice, Alter. Da packen wir ihn rein und... Na, sorry, Tora, aber... Wobei, besser wäre es doch, wenn Tora als Tank drin bleibt und wir packen Nia raus. So. Ja, ich kann auch nachdenken. Wieso hat er jetzt wieder volle Lebenspunkte? Ne, warte mal kurz. Warte. Mikael haben wir zuerst angegriffen. Wir haben den Stärkeren zuerst attackiert. Ah, da war ja was. Ja, also wie gesagt, Bana und Muimu sind zwar geklatscht, aber Mikael und Patroka. Patroka, genau. Kamen quasi um die Ecke, als wir gerade den guten Bana festnehmen wollten und haben alles kaputt gemacht. Ja. Wenn ich es richtig verstanden habe, sind das hier richtig krasse Krieger der Torner, die wir natürlich direkt as fast as possible unter den Kran bringen müssen. Frage ist, was ist da dran an der Tatsache? Müssen wir einfach nur den KP-Stand von ihnen weit genug runterhauen, dass dann die nächste Sequenz kommt? Ich weiß es nicht. Möglicherweise, so. Heilung sammeln. Yes, Alter, geil. Sehr schön. So, perfekt. Obwohl gerade, wir sind gar nicht unter freiem Himmel. Kacke. Ich dachte schon, wir können jetzt die Stufe 4 Fähigkeit von Mythra ziehen, weil das sah für mich echt so aus, als wären wir jetzt unter einem freien Himmel. Ja,
Kacke gelaufen. Oh fuck, Alter, Morak kratzt gleich ab. Heilung, Heilung! Gönn dir! Eruption, Ru! Arti no gozaimasu. 10.000 Damage. Alter, was ist hier los? Krass. Nice. Und ich sag euch, sobald wir den Stärkeren weg haben, also Mikhail, passt das schon. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Heilung. Fuck, Morak ist tot. Nicht gut, Alter, nicht gut. Komm, gönn mir eine Heilung. Wo ist die Heilung? Wo ist die Heilung? Wo ist die Heilung? Da. Das kriegen wir nicht. Wir sterben. Wir werden sterben. Wie wär's denn mal, wenn... Ja, nice. Wie wär's denn mal, wenn auch wieder Nia eine Heilung zieht? Ach ja, können wir ja nicht. Wir haben die ja gar nicht draußen. Fuck it. Ja, da müssen wir Mikhail so schnell es geht umbringen. Das geht sonst nicht hier. Wir verlieren unsere ganzen Leisten. Scheiße, das wird nichts. Wir werden sterben. Wir werden sterben. Nice. Boah, alter Junge! Komm schon. Beeil dich, Mann! Beeil dich! Halt Tore auf. Fuck it, Alter. Okay, jetzt noch ein paar Trocker. Easy. Das wird, das wird. Ich hab grad so einen Respekt davor, ne? Das Wichtige ist, wir müssen immer eine Heilungsleiste dabei haben. Drei Tränke. War das drei Tränke? Oh mein Gott, das Spiel gönnt. Ich werde jetzt nichts mehr machen, außer Heilung zu ziehen. Es geht sonst nicht anders. Komm, noch die Heilung. Boah, der Kampf ist gerade mega spannend, Alter. Komm, werf sie um, werf sie um, werf sie um, werf sie um. Ja, komm, 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 go. Yes. Boah, das lief ja gerade eben mega aus dem Ruder. Und ich habe erstmal gar nicht daran gedacht, dass wir da nicht noch eine zweite Heilungsmöglichkeit haben, wenn Nia nicht hier ist. Ich dachte mir, oh gut, okay, dann lassen wir halt Tora draußen, weil sie ist tanky, sie wird das schon alles zusammen tanken, aber ich bin am Ende des Tages nicht sicher, ob wir vielleicht ein bisschen mehr aus der ganzen Sache hätten rausholen können, wenn wir die Angriffskombi Rex, Morak und Nia gehabt hätten. Wir haben sie weg. Nice. Wunderschön. カグツチとホムラの連携か。私たちは左から打つ。あなたたちは右からお願い。わかりました。タイミング合わせますね。直後に光ちゃんが飛びます。剣の残存エネルギーに注意して。任せて。行くぞ。こいつらトリカコモってか。この程度。リャコワイルドローン。どこから。 どこ見てるのサタ。花、カムカム。了解ですもん。調子に乗るな。 今だ。 総炎拳2の型。妙。ローリングスマッシュ。囲まれた。なら上から。 岩盤でのロスを計算に入れたギリギリの威力だ。さすが天の聖杯といったところか。そうか、ブレイドのコアを狙って。
Also bei... それを使うな、ベイケン。なんという力。何者だ奴は。待ってください。何かが変です。 Alter. 体の治癒が大丈夫か、ベイケン。 この力、まさか。 Der König?誰だ。そういうことかよ、アーケディアのクソ坊主。アーケディアだって。分が悪い、引くぞベンク。ふざけるな、このまま引き下がれるかよ。目的の物はいただいてる。それにお前の身に何かあったら義経に顔向けできないからな。離せ、そういうとこがふざいってんだよ。はいはい、ポポ。 どうしよう、気は後で受けますよ。逃がすと思うか。何、あの船は。モノケロス隠れてたのか。メレフ、メレフ様。大丈夫だ。 あの程度でやられはしない。逃げられたな。ファンレンノルン。アーケディアの女神。なぜあなたがここに。ファンですって。So viel zu König, ne? Oder zu Prinz? Kapitel 4 Aegis. Und damit endet ein wirklich sehr, sehr fulminantes Kapitel. Dass die Kapitel aber auch immer so krass enden müssen, das ist richtig heftig, ey. Na gut. Ich denke aber nicht, dass Morak und Brigitte an unserer Seite bleiben werden. Ich denke, die Wege werden sich gleich wieder trennen. Aber war cool, mal mit denen gekämpft zu haben. Ganz ehrlich, das Ende dieses Kapitels hier, richtig cool. Gerade das Zusammentreffen zwischen Morak und uns, der nochmal als letzte Hilfe kam. Und, Alter, dieser Kampf am Ende, wie knapp der war. Obwohl wir so über, was heißt überlevelt, aber ihr wisst, was ich meine. Obwohl wir so gut dastehen levelmäßig, wir wären fast kaputt gegangen. So, es wird mal langsam Zeit, dass wir bessere Ausrüstung kriegen, die uns unsere KP ein bisschen hochpushen. Hoffen wir, dass das passieren wird. Na gut. Machen wir weiter. Kapitel 5. Sklaven. Adams Lager vor 500 Jahren. Sie hat Haze. Sie hat Haze. こちらも
もうそんな時間か。今の季節は日が長いから時間の感覚なくなるよね。Alter, wie vernetzt die sind, ne? Ara, Kunden war mo oshimai? Zannen, sanka shitakatta wa. Wie vernetzt die sind, ne? Osokatta wa ne. Hitori? Kōtei heika wa nani ka to tabou na no. Motomoto watashi hitori de koudou surukoto mo ooi shi. Driver to Blade wa isshin doutai. Sore ga honrai no sugata yo. Denai to chikara wa dasenai wa.言葉で言うほど簡単ではないさ。私もまだ君の力を出し切れていない。そう？私は結構精一杯なんだけど。そこ知れないってことさ。それにしても、ブレイドの行動を抑制する霞の力。修行にうってつけだな。助かるよ。因果率予測も制限されるしね。ほんと大変。そんな。アデル様とヒカリ様にそこまで言っていただけるなんて恐縮です。こうして見てるとまるで双子の姉妹みたいね。ドライバーの因子が色濃く出るのは珍しいんだろ。そういう話はたまに聞くけど、そうなの？そう。でも私はラウラ様と同じ姿に生まれてこられて幸せです。服の貸し借りもできるしね。え？レスペン、エクチェン。Ja. Es ist nicht krass, wie die vernetzt sind, Mann. ところで、次はシンと手合わせ願いたいのだが。ですって、どう？私は戦いは好みませんので。イーラ最強の男の言葉、ずしりとくるな。それが真実なのかもね。彼、いいえ、彼らの。アデル様、ラウラ様、メスの狙いが分かりました。オートです。な、本当か？はい、間違いありません。Okay. Was für ein Start. Und ja, moin. Diese Musik.Ich stehe auf solche Chorgesänge. Ey, das ist richtig geil. Kimio? Ich bin Fan Le Norn. Arkadia Hoho-chan の使者です。Hoho-chan? あなたがレックス様ですね。マルベーニ聖火が面会を希望されています。来てくださいますね。それってどういう。なんで法王様が俺なんかと。法王庁ではアルスト全てのドライバーとブレイドを管理しています。そしてあなたは天の聖杯のドライバー。その力取り込みたいということか。そうではありません。聖火は同じ天の聖杯のドライバーとしてレックス様とお会いしたいと。ただそれだけです。同じって、まさか。そうです。聖火はメツのドライバーです。そしてレックス様、あなたは今探検を所持していますね。なんで探検のことを。わかります。私には聖火はその探検の本来の持ち主でもあります。つまり法王様がコールじいさんのドライバーってこと。はい。まさか。だってじいさんは。現法王はアーケディア人だ。ありえん話ではない。アーケディア人は長命ですからね。そうか。
だからあの時コールさんは探検の持ち主が世界中へ行く方法を知ってるって言ったのか。いかがですか、マルベーニ聖火への一件はあなたにとっても悪い話ではないはずです。ちょっと待って。怪しいよレックス、話ができすぎてる。光はどう思う、気づいてたんだろ、ゴールさんに会った時から。ええ、まさか法王様になっているとは思わなかったけど。会いたい、聞きたいことは山ほどあるわ。私が眠りについた後何が起きたのか、そしてなぜあなたが今ここにいるのか。分かった、俺も会いたい、いや会わなきゃいけないと思うんだ。Alles klar. Wie ich schon zigmal gesagt habe. Meine Güte. Kasumi. Oh ja, ganz viel Haze. Hikari-sama? Dou saretan desu ka, konna jikan ni? Ima no kisetsu, unkai no yoru wa hiemasu. Kaze o mesaremasu yo. Sag die richtige. Watashi wa Blade. Kaze wa hikanai wa. そうでしたね、失礼いたしました。かすみ、覚えていないのね。お、なぜ私のことをかすみと。私はファンレ・ノルン、マルベーニ聖火のブレイドです。そう、マルベーニの。ごめんなさい、忘れて。知っている人によく似てたからつい。確かにここは寒いわね。ご忠告に従って部屋に戻るわ。はい、おやすみなさい、光様。おやすみ、ファン。Gute Nacht, Fan. Fangirl HD. 光ちゃん、あのコアクリスタルの形。わかってる。ただ同調しただけじゃない。私たちや、レックスとも違う。聞くことがさらに一つ増えたわね。ごめん、ちょっと考え事したいから代わって。うん、わかった。Erstmal auf die Brüste fassen, so muss das sein. Wir sind ganz allein. Nein! Aber gerade eben, als, Haze gesagt hat, dass sie sich ja nichts erinnert und Mythra sie gefragt hat, warum sie sich ja nichts erinnern kann. Da hieß es ja sowieso, ja, ich bin doch nur Klinge und so. Es würde auch Sinn machen, weil verlieren Klingen nicht die Erinnerung an etwas, wenn sie zurückgesetzt werden in ihren Kernkristall. Also, eventuell ist das ja der Grund, warum sich Haze nicht an das von vergangenen Tagen erinnern kann. Meine Einschätzung. Vielleicht habe ich aber auch komplett den Sinn verfehlt, keine Ahnung. Du kannst jetzt je nach Bedarf zwischen Pyra und Mythra wechseln. Dankeschön. Möchtest du außerhalb von Kämpfen wechseln, dann wähle unter Charaktere entweder Pyra oder Mythra und drücke dann Y. Innerhalb eines Kampfes kannst du einfach den Knopf drücken, der Mythra oder Pyra zugeteilt ist, um zwischen ihnen zu wechseln. Dankeschön. Im Gegensatz zu einem normalen Klingenwechsel gibt es keine Wartezeit, bevor du erneut wechseln kannst. Dankeschön. Das ist cool. So, Fendanor, mit dir sprechen wir gleich. Heißt sie nicht Haze? Oder sollte sie nicht Haze heißen, aber... Hallo Brigitte, hallo, was geht ab hier? Sollte sie nicht eigentlich Haze heißen, aber heißt jetzt Fan de la Norm? Oder halt La Norm? Sehr dubios, auf die Kamera. Dankeschön, sehr dubios. Sprechen wir sie mal an. Ich denke nicht, dass es relevant ist, mit den ganzen Charakteren zu sprechen, wobei ich schon mal ganz gerne mit Poppy sprechen würde, mit Poppy Cutie. Fan Lanon hat tolle Superkräfte, tolle Freunde, hatten keine Chance. Poppy ist Fan von Fan. Jetzt steht Poppy hier und sinniert, ob Superkräfte wohl ganz normal sind für Leute in Indul. Ja. Eventuell. Ja. Rex, es wird noch ein Weilchen dauern, bis wir in Indul erreichen. Und ihr seid sicher erschöpft nach all dem, was ihr in Moradain erdulden musstet. Vielleicht möchtet ihr euch etwas ausruhen? Eine mit zu schlafen wäre nicht verkehrt, aber ich möchte erstmal mit allen anderen reden. Ja, okay, bye. Okay. Hallo, Tora. Tora macht Sorgen um Papapon und Lila, wird aber trotzdem bei Rex Rex bleiben. Vor allem, da Rex Rex bald treffen mit wichtigster Person,
von ganz Indol hat. Tora will auch zu VIP-Event. Der muss aber erstmal meinen Kanal vippen, du Sau. 4,90 mit Google Play Guthaben, weißt du Bescheid. Hallo Brigitte. Es ist erstaunlich, welche Stärke ihr alle seit unserem Zusammentreffen in Torigot gewonnen habt. Ihr habt sicher einiges durchmachen müssen. Du hast so gut gekämpft, vorhin Rex. So langsam scheinst du dich an die Macht der Aegis zu gewöhnen. Dankeschön. Danke für die Blumen. Wer hätte gedacht, dass ich einmal im selben Boot wie die Aegis und ihr Meister sitzen würde. Seid unbesorgt. Ich hege aktuell keinerlei feindliche Absichten euch gegenüber. Fürs Erste will ich euch auf eurer Reise nur beobachten und herausfinden, ob ihr meine Unterstützung wert seid. Cool, also das heißt, wir könnten bald echt mit Morak auf die Reise gehen. Geil! Also für meinen Geschmack läuft das alles ein wenig zu glatt, Rex. Sei lieber auf der Hut. Wir wollten zwar sowieso nach Indol, aber irgendwas gefällt mir ganz und gar nicht an der Sache. Und dass diese Flammenbringerfrau jetzt unbedingt mitkommen muss, finde ich auch nicht gerade prickelnd. Ja, nachher nimmt ihr uns noch fest, aber wir vertrauen ihr mal, ne? Ja, ich wollte mit Dromek reden, ne? Ich hätte mir nie träumen lassen, dass Praetor Amaltus Mellors Meister ist. Dies wirft jedoch die Frage auf, weshalb lässt seine Eminenz Mellors die ganze Zeit ohne jeden Tadel gewähren? Nun, hoffen wir, dass sich all dies klären wird, wenn wir ihm persönlich gegenüberstehen. Hoffentlich. Dann, let's go. Aber es ist schon krass, wie vor hunderten von Jahren alle in Eintracht zusammen gelebt haben und so, ne? Das ist schon cool. Dann holt euch gut, Rex, ja. Nur die Frage ist, wie hat sich all das hier geändert, gewandelt mit der Dissympathie zwischen den ganzen Personen, die wir hier gesehen haben? できたのか?ああ。ブレイドたちの声がここにある。来いよ。義経が面白いもん見つけてきたぜ。分かった。見ろよ、こいつを。テンペランティア。そこでスペルビアが大規模な発掘作業をしてる。 って噂があったので行ってみたらね。かなり変わってはいるが、この形。ユーディキュームのアルス兵器だな。ユーディキューム?それって確か。ああ、500年前、俺と光が沈めた国だ。そして、マンイーター発祥の地。マンイーターの?どうする?我々の脅威となるなら排除する。 が、他の使い方もある。あくそ!やってらんねえ!お帰りなさい。随分と荒れてますね。まさか。そっちの守備は問題ない。ちゃんと持って帰ってきたぜ。それはよかった。で、荒れている原因は? というわけだ。 情けない話だが、逃げ帰るしかなかった。エーテル坊を乱された訳じゃないんですよね。アーケディアの女ブレイドか。シン、あれは霞だ。間違いない。シン?サタヒコ、マルサネスの調整は?ああ、それなら大丈夫だ。予定より少し遅れているが。 なんとかする。義経、天の聖杯の位置は?リベラリタス島諸軍の近く、船か何かで移動中ですね。行き先は、アーケディアだな。え、どちら?テンペランティアだ。時間を稼ぎたい。天の聖杯はいいの?あの男と結託でもされたら。それはねえな。 光はそんなんじゃねえ。むしろ俺たちを導いてくれるさ。閉ざされた世界樹への道は天の聖杯にしか開けん。メツ、紹介から受け取ったものの調整もある。お前たちはサタヒコを手伝ってやってくれ。テンペランティアには俺一人で行く。構わんが。わかりました。お気をつけて。
山のよう。リベラリタス島諸軍です。自説柄アーケディアはあの雲の尾根の向こう側、迂回するよりは陸路を行った方が早いので、船での移動はここまでになります。アルセント・イエドもあの尾根は越えられないでしょうね。陸路も山を越えんといったところか。懐かしいな。うん、5年ぶりじゃな。 Aber ist Jin nicht auch auf dem Weg hierhin? Könnte wieder mal ein lustiges Battle mit ihm werden. Die Lefterischen Inseln. Sateto, kokkara wa ore ga michi annai shita hou ga ii kana? One no mukou gawa made ikeba ii nda yo ne? Hai. Soko ni Hōwōchō no mukae ga kite iru hasu desu. Gyōkai. さすが兄貴、頼もしいもん。 や。 何がヒヒヒじゃ。浮かんだ群島をたどっていくだけじゃろうが。ルートによっては危険だろ。手強いモンスターに襲われるかもしれないし。そりゃまあそうじゃが。どうやって行くも。 岩崎村は？岩崎村？ 通りますか？ そういうルートもあるよ。 それ、私、そのルートで行きたいです。そうかい。前のめってくるな。いつになくアグレッシブですね。目的が変わってますもん。だってレックスの故郷見てみたくありません？ああ、そりゃ確かに見たいかも。まあ、そのルートなら比較的安全だし、悪くないか。どうかな。 レックス様にお任せします。よし、じゃあ決まり。準備ができたら出発。おい。って、なんであんたまでここにいるの？スペルビア皇帝代行として堂々する旨を申し出た。何か問題でも？当然のことです。天の聖杯を法王庁にお招きする以上、その情報は全ての国に開かれなければなりません。 あくまで中立公正な立場で、というわけじゃな。はい、そういうわけなの。よろしくね、ニア。牢屋にぶち込まれてた身としては、どうにも居心地が悪いんだけど。まあ、そう言わずにお嬢様。メレフ様と家具土様が同行されるのです。旅の安全は保証されたようなものです。そりゃまあ、そうだろうけどさ。 いいじゃないか、ニア。誤解も解けたんだし、この間だって助けてもらったろ。能天気でいいね、あんたは。前向き前向きって言ってくれてんだろ。バカ。分かったよ、全部水に流してやろうじゃん。いや、うん、仲直り。<笑>こちらこそ頼りにしているよ。 Na, Finger gekreuzt oder nicht? Nein, hat sie nicht. Okay. Gut, um nochmal ganz kurz auf den Dialog zurückzukommen, den wir gerade eben gelesen haben. Von wegen, hey, Rex, jetzt sei mal nicht so abgehoben hier. Bitch, was willst du von mir? Ich bin fly so wie Wolken, deswegen gehen wir dahin, wo ich will. Thanks. So,
nicht in Brigittes Hafen, sondern im Brigittegarten. Ganz wichtig. Und vor allem, wenn wir schon mal hier sind, wollen wir auch unser ganzes Gold ausgeben, ne? Ganz klar. Ein weiterer Nopon. Hui, war so gruselig, so fürchterlich. Esasa dachte schon, Ende von Esasa wäre gekommen. Nu, was ist? Esasa war unterwegs wegen Handel. Sie war von Z. Dann plötzlich Schnitte, plumps. Esasa hat Halt verloren auf engem Pfad und ist in Wolkenmeer geplumpst. Und die Lautstärke ist wieder zu laut. Geil. Entschuldigung. Esasa hat irgendwie gehofft und geschafft, noch auf kleine Insel zu retten, aber war doll anstrengend, wieder hochzukraxeln. Freunde sind noch größer als Esasa. Sollten genau aufpassen, wo Freunde Fussi-Fuß hinsetzen. Ein Fussi-Fussi. Okay, dann, ich würde sagen, wir gehen direkt mal zum Marktplatz und kaufen uns. Also, wenn es hier einen Marktplatz gibt. Nein, okay. Gehe nach Fonset, Rex Heimatdorf. Da soll es aber bestimmt einen Marktplatz geben. Ja. Gut. Was haben wir hier an Gegnern? Die gleichen Hasen, die es auch sonst irgendwo gibt. Nur jetzt als Flusshasen. Okay. So. Wieso ich mich jetzt nicht für Morak entschieden habe, weil ich ein bisschen misstrauisch bin, ob wir Morak denn weiterhin im Spielverlauf als spielbaren Charakter haben werden. Nicht, dass ich da meine Erfahrungspunkte in nichts rein investiere, so wie bei Vandam, der auch irgendwann weg ist. Von daher gesehen, bye. Und darf ich mal ganz kurz sagen, dass mich jetzt nach all der ganzen Zeit der gute Dromek an den roten Leuenkönig von The Legend of Zelda The Wind Waker erinnert. Diese pure Höflichkeit und diese Neutralität und diese Weisheit, die er hat, das erinnert schon so ein bisschen stark an den roten Leuenkönig. Ja. So eine Pingöwe. Also eine Pinguinmöwe. Aber Pinguine können doch gar nicht fliegen. Aber Möwen schon. Ich glaube, das muss beim Geschlechtsakt deiner Eltern sehr wehgetan haben. Eine Möwe mit einem Pinguin. Armes Ding. Level 33, Alter. Ihr seht, ich habe noch ein bisschen den Bezug dazu verloren, dass wir trotzdem 4 Level über dem Drecksteil sind, ne? So, wie kann ich jetzt hier zu Mythra wechseln? Wie geht das? Wie habe ich jetzt geswitcht? Wie habe ich geswitcht? Soll ich draufdrücken auf auf Pyra? Ich habe keine Ahnung. Wahrscheinlich. So, wie viel EP gab es dafür? Ich weiß es nicht, aber boah, sieht der Ort schön aus. Geil! Wäre das hier Zelda Breath of the Wild, würde ich ganz gerne die Temperatur herausfinden. Oder ist es hier Sand oder ist das Schnee? Ich weiß es nicht. Vielleicht ist es so eine Mischung von beidem. Na gut, hoffen wir, dass wir uns auf dem richtigen Weg befinden. Oh nein. Level 43, ein Falkenfliffli. Oder Fliffy. Ja, bye. Lassen wir ihn passieren. Wir haben gegen das Teil sowieso keine Chance. Irgendwann später. In 10 Leveln. Jetzt aber erstmal. Okay, ciao Pyra. Tschüss. Los, springen. Springen. Boah, ich wäre fast selber runtergefallen. Ja. Wir sind in Baldotas, einer idyllischen Stätte. Nicht wahr? Ja. Oh, da ist so ein riesiger Hirsch. Xerneas, bist du es? Brudes? Ja. Hallo, du anmutiges Mistvieh. Ganz ehrlich, wer sieht hier Parallelen zu Xerneas aus Pokémon? Der möge jetzt bitte die Hand heben. Ja. So. Auch dieses Schwert würde ich ganz gerne anal in dich einführen. LOL. So, aber jetzt mal ehrlich. Wie kann ich auf Mythra wechseln? Wenn ich auf den Pyra-Button drücke? Ja, alles klar. Wird zwar nicht so angezeigt, aber okay. Ist in Ordnung. Aber das Gute ist, da können wir quasi zwei Elemente gleichzeitig ausspielen. Entweder Feuerelement oder das Donnerelement.
Und das ist an sich ja schon mal nichts Schlechtes. Ich würde sagen, das Trainieren überlasse ich mir offscreen. Ich denke mal, dass wir jetzt einfach straight out of diesem Dorf hier rennen werden. Und ja, lange Rede, kurzer Sinn. Ich denke mal, wir werden dafür sorgen, dass wir in baldiger Zukunft das Heimatdorf von Rex erreichen. Weil das Kämpfen, das kann ich mir überlassen, indem ich das Ganze offscreen erledige. Dass wir uns so auf Level 38, 40 pumpen, weil ich weiß jetzt gerade gar nicht, wie viel EP gibt es hierfür, für diesen Kampf gegen den Level 32er. Da könnte ich mich ja immer hier hinstellen und nonstop und nonstop Erfahrungspunkte farmen. Boah, was? Kernexplosion? Alter. 148, das ist ja dürftig. Also, so 300 hätte ich jetzt cool gefunden, ne? Ja gut, da kannst du knicken. So, wo geht's denn hier nochmal weiter? Wir könnten den Weg da hinten gehen. Okay. Also, 150 Erfahrungspunkte hochgeschätzt? Nee. Da bin ich anderes gewohnt. Das ist mir nicht genug. Okay, weg von dem fetten Vieh. Wir wollen ja vorbeirennen. Na, das Kämpfen, wie gesagt, überlasse ich mir selber. Oh nein, Junge, renn doch nicht so behindert. Oh Gott, wo kommst du? Oh nein. Oh nein. Oh Gott, Jungs, lasst es sein. Dreht euch um. Ich will euch doch nichts Böses. Mistviecher. Das habt ihr hoffentlich nicht gehört. So, aber wir nähern uns dem Dorf, wie es aussieht. Hoffentlich. Jedenfalls wurde die Differenz geringer. Es gibt wohl zwei Differenzen. Also, ich weiß gerade gar nicht, wohin mit unserem Leben. Weil wir haben zwei Hauptziele. Das eine ist das Dorf, das andere ist das Ziel. Also die Audienz. Nur, wo ist jetzt wo? Vielleicht da hinten? Kein Plan. War ja auch nur Stufe... Nein! Mal kurz in die Schnellreise gucken, oder in die Quest gucken. Die Söldnertruppe ist doch schon fertig. Oh, ja, stimmt. Wie dumm kann man nur sein? Ups. Yeah, Erfahrungspunkte, ja. Wollte ich schon seit Parts zeigen, habe ich voll vergessen. Entschuldigung. Und wenn wir schon mal dabei sind, werden wir auch weiterhin schön lecker die Truppen schicken für ein paar Erfahrungspunkte und so. Ja, ja, ist okay. So, wie viele Erfahrungspunkte können wir hier noch so abstauben? 420 ist so das Maximum hier. Aha. Ja gut, komm. Zwei Feuerelemente. Habe ich überhaupt Feuer hier? Ja, Orca. Und nochmal Orca. Ne, und Magi. Alle anderen lasse ich auch noch mitgehen. Je mehr, desto besser. Viel Spaß! Führt den Auftrag schnellstmöglich aus, sonst werde ich euch töten. Gut. Ich habe übrigens in den Kommentaren gelesen, um mal hier auch wieder auf die Klingen zurückzukommen, das Klingenresonieren, ja? Ausschließlich einen seltenen Kernkristall zu haben, reicht nicht aus. Oder einen legendären, oder einen mächtigen. Das, was auch wichtig ist, ist der Glücksfaktor bei einem Charakter. Wenn der Glücksfaktor bei einem Charakter hoch ist, hat man auch großes Glück, bei einem seltenen Kernkristall oder bei einem Kernkristall eine etwas seltenere Klinge zu ziehen. Und warum können wir hier Morak auswählen?
Scheint ja doch wohl relevant für die, fürs Late Game zu sein oder generell fürs Game. Hm. Vielleicht. So, Kategorie Hauptstory. Handlung. Keine Ahnung. Mir wird die Hauptquest nicht angezeigt, aber ich will halt. Ich will ins Heimatdorf. Nur ich weiß ja nicht wohin. Ich laufe erstmal da lang. Obwohl das jetzt natürlich ein falscher Weg sein kann, weil wir überall Level 40er sind, ne? Ach du Scheiße, ja, wir sind falsch. Ich glaube, wir sind voll falsch. Ich denke, damit kommen wir auf jeden Fall zur Audienz, aber nicht zum Dorf. Weil es hieß ja von Rex Seite aus, dass es dass es der ungefährlichere Weg sei, in Richtung Heimatdorf zu gehen und nicht in Richtung, naja, dieses Level 40er Wegs hier. Die Traumtrümmerinsel. Ich glaube nicht, dass wir hier verschont bleiben. Ich denke, hier werden auch gleich wieder Level 40er. Ja. Okay, Wiedersehen. Porten wir uns zu einem anderen Ort. Und zwar nach bald Toras oder so. Ja. So, wo wir wieder beim richtigen Weg wären. Beim chilligen, milligen Weg. Ich denke mal, wenn wir. Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, wo wir hinzugehen haben. Wo kreuzt sich denn der Weg? Oder wo spaltet sich denn der Weg hier? Ach, man kann die Karte noch größer machen. Das ist quasi hier im Patchnote ganz wichtig zu erwähnen. Und zwar, bei großen Gebieten kann man die große Karte noch größer machen. Oder gibt es hier nicht nur einen Weg nach oben? Weil von da. Da sind wir auch hingekommen. Hä? Oder spaltet sich da der Weg noch weiter? Es tut mir gerade echt leid, aber ich bin verwirrt. Geht da auch ein Weg weiter? Vielleicht hat die Karte ja noch nicht weit genug geladen. Und da geht's ja zurück zu der Anlegestelle. Also, wir müssen da lang. Nur es kann ja nicht in der Sache sein, an den Level 40ern vorbeizulaufen. Und da habe ich gerade eben eine Gabelung übersehen. Wenn das so ist, dann vergesst meine Frage. Ja. Nein. Das kann ich alles offscreen machen, aber nicht hier im Part. Wobei ich hier auch schon im Part am Palaver bin, wie sonst was. Wobei sich jetzt gerade der Weg da hinten aufgetan hat, oder wie sieht's aus? Habe ich den Weg gerade übersehen? Hä? Ich war doch gerade da. Da wurde gerade eben kein Weg angezeigt. Lässt du mich in Ruhe? Gut. Bin ich gerade voll verpeilt oder was ist da gerade los? Komm, lass mich kurz hoch. Kann ich da klettern? Das sieht fast schon so aus. Nein. Ja, geil. Erst meine tausenden Gegnern vorbeirennen. Gönnung. Ganz ehrlich, ich war doch gerade eben auch da hinten und da wurde kein Weg angezeigt. Das verstehe ich nicht. Ich habe keine Ahnung. Entweder will mich das Spiel verarschen,
Oder kein Plan. Aber ich habe nicht in Erinnerung, jemals diesen Weg gesehen zu haben. Habe ich nicht. Ist da hinten eine Truhe? Sieht so aus. Okay, wir gehen erstmal zur Truhe und dann geht's in Richtung Heimatdorf. Weil ich glaube, das müsste hier wirklich der ungefährlichere Weg sein. Der Weg dahin ist für die Experten und für die, die es werden wollen und für die, die halt unmenschlich viel gelevelt haben. Und der hier ist halt der einfache Weg. Kindergarten. Wer auch immer hier eine Truhe hingestellt hat. Wer hat sich das ausgedacht? War hier irgendwo mal so ein Pirat, der sich dachte, oh, ho, ho, ho. Hier wird garantiert niemand vorbeikommen. Mhm. 4000 Gold, danke, Boots, ey. Aber ich hoffe mal so, dass wenn wir am nächsten Marktplatz oder so vorbei preschen, dass wir nicht nur stärkere Klingen bekommen, also stärkere Klingenaufsätze, sondern auch mal so eine neue Rüstung. Weil ganz ehrlich, Rex Taucher-Outfit, okay, cool, aber ich hätte ganz gern ein bisschen mehr KP ab für unsere ganzen Helden, ne? Daram. Level 33er. Hier fühlt man sich doch direkt wohl. Sind wir diese Truthähne? Oh nein. Geht euch umbringen. Oh, da kann man hochklettern. Ist das ein einzigartiger Gegner da oben? Probieren wir es aus. Sieht schon besonders aus, wenn er hier oben drauf steht. Der Shimun-Truthahn. Tja, aber gegen mich bist du halt nicht immun. LOL! Ja, so special sieht der gar nicht aus. Du kannst hier nicht runterspringen. Du kannst es schon, aber ich denke nicht, dass du das tun wirst. Ja. Was cool ist halt wirklich, dass wenn man quasi von Mythra auf Pyra wechselt, und zwar immer zu jeder Zeit. Was war das denn gerade eben für ein Push? Keine Ahnung. Aber wenn du quasi von Mythra auf Pyra wechselst, dass du keine einzige Aufladung verlierst oder so, dass du quasi direkt wieder weitermachen kannst. Was ich damit sagen will. Komm, dann kämpfen wir eben nochmal mit euch. Okay. Aber was ich damit sagen will, du kannst quasi on the go, wann du willst, wie du willst, die Klingen, wie heißen sie nochmal? Ob ihr wisst, was ich meine. Wir können die Aegis wechseln, wann und wie wir wollen. Ja. Das ist cool. Athena, kann man das sein? Athena. Also wenn wir quasi mal die Hilfe von Mythra beanspruchen wollen, packen wir uns Mythra. Wenn wir aber direkt zu Pyra wollen, zack, gehen wir auf Pyra. Das ist nice. Wir müssen nicht nochmal die ganzen Fähigkeiten neu aufladen. Wir müssen nur einen Knopf machen und zack, haben wir Mythra oder Pyra. Das ist cool. Habt ihr gesehen, wie mein Trank gerade auf Bande gespielt hat? Ich habe den Trank ausgeworfen. Der ist gegen den Holzast geknallt. Oder gegen den Holzpfahl geknallt. Und dann direkt auf uns. Also wenn ich nicht ein geiler Hengst bin... Und ein geiler Fußballkünstler, weiß ich auch nicht, weil ich habe gerade so Fußball gespielt mit dem Teil. Mit der wunderschönen KP-Kapsel. Gern nochmal. Und ich gehe wieder flöten. Nice. Ich würde aber auch sagen, dass wir dann hier erstmal eine Pause einlegen. Ich denke, da hinten geht der Weg nochmal weiter. Da werden wir auch den Part dann beenden. Ich werde gucken, dass ich hier ein bisschen offscreen leveln werde. Um mich so auf Level 38, 39 zu bringen und Tora wieder aufschließen lasse. Dass ihr da Bescheid wissen tut. Ich komme nicht dazu, meine Fähigkeit zu ziehen, weil mich das Scheißteil jedes Mal umtornadiert. Wisst ihr, was ich meine?
Ist halt echt geil, dass diese Fähigkeit alle zwar 2-3 Sekunden kommen kann. Dass ich auch schön meine Fähigkeiten nicht ziehen kann. Echt geil. Vielen Dank, Spiel. Alter Falter. Fall jetzt nicht runter, Mann. Ah, noch ein neuer Gegner kam dazu, oder was? Hallo? Bitte nicht. Dankeschön. Ist das ein Kernkristall? Vorsichtig, Kai. Vorsicht. Dankeschön. Menschenjäger 2, das ist ein Hilfskristall. Danke, Borussia. Okay, Brudingos, ich würde sagen, dann wäre ich für heute erstmal raus. Wir haben viele heute erlebt. Danke fürs Zuschauen. Wenn es euch gefallen hat, lasst einen Daumen hoch da. Und wenn ihr mehr von Xenoblade Chronicles 2 sehen wollt, dann abonniert diesen Kanal, damit ihr nichts mehr verpassen tut, ja. Danke sehr. Haut rein, ciao.